Eine neue Anleitung von Technikbauer. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr bei euren Sony-Fernseher die Sender sortieren könnt. Wie das funktioniert, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Wir haben hier einen Sony-Fernseher Android als Betriebssystem Modellreihe 2021 und bei diesen wollen wir eben die Sender sortieren. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Beim Sony-Fernseher funktioniert das Ganze relativ schnell und zügig. Dafür auf der Fernbedienung das Zahnrad-Symbol, dann Einstellungen, als nächstes Kanäle und Eingänge, dann nach rechts zu Kanäle und nochmal nach rechts zu Kanalliste bearbeiten. Das wählen wir aus. Und hier haben wir jetzt auf der linken Seite ein Menü. Suchen, da könnt ihr den Kanalnamen suchen. Kanäle filtern, hier könnt ihr zwischen Radio und TV-Sender. Und Art der Sortierung tauschen. Wir erklären euch jetzt mal, was das bedeutet. Wenn ich hier draufklicke, dann habe ich die Möglichkeit einfügen oder tauschen. Bei Tauschen werden die Sender nur vertauscht. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich möchte den Pro 7 auf Kanal Nummer 1 und den ORF, den möchte ich eben dann darunter haben. Wenn ich tauschen habe, funktioniert das Ganze nicht, sondern die Sender werden dann vertauscht. Also ich drücke OK und gehe zu Nummer 1. Und wenn ich jetzt OK auf der Fernbedienung drücke, dann seht ihr, was passiert ist. Ich habe Pro 7 zwar auf Nummer 1, aber der ORF ist auf Nummer 6. Also ich habe die Sender vertauscht. Das möchte ich nicht, deswegen müsst ihr hier auf Einfügen klicken. Jetzt funktioniert das Ganze, dass der Sender darunter gereiht wird. Das heißt, den möchte ich jetzt Programmplatz Nummer 2, OK bestätigen. Dann gehe ich Programm Nummer 2 und mit OK habe ich ihn drinnen. Ihr seht, wie einfach das funktioniert. Mit der gelben Taste könnt ihr mehrere Kanäle auswählen. So, das mache ich jetzt als nächstes. Ich drücke die gelbe Taste und sage, diese drei Sender möchte ich nach oben verschieben. Muss jetzt wieder die gelbe Taste drücken und gehe zum gewünschten Platz und drücke wieder die OK-Taste. Und ihr seht, ich habe schon die drei Sender auf einmal hier verschoben. Mit Blau kann ich einen Sender löschen. Das machen wir jetzt als nächstes. Ich suche mir einen Sender aus, den ich löschen möchte. Ich wähle diesen hier, drücke die blaue Taste. Dann werde ich gefragt, ob ich das wirklich machen möchte. Bestätige das Ganze mit Ja. Der Sender ist verschwunden. Zusätzlich, wie gesagt, kann ich hier filtern nach TV, Radio, Sonstiges, freie oder verschlüsselte Sender. Und hier kann ich dann den Namen suchen, damit ich schneller zum gewünschten Sender finde. Wie zum Beispiel RT werden mir alle Sender hier angezeigt mit RT. Und diese kann ich dann hier oben auswählen. So, wir gehen nochmal zurück. Mit Grün könnt ihr dann auf die nächste Seite wechseln. Und wie schon erwähnt, mit Blau könnt ihr das löschen, also Grün. Wechselt ihr auf die nächste Seite. Mit Rot kommt ihr wieder zurück. Ihr seht, wie einfach das Ganze funktioniert. Habt ihr alles fertig sortiert, dann nach links, hier runter auf Fertig. Dann werdet ihr gefragt, ob ihr das übernehmen wollt. Mit Ja bestätigt ihr das Ganze und schon habt ihr die Kanalliste bearbeitet. Wir werden euch zeigen, wie man die Senderliste auch am PC bearbeitet. Das geht auch relativ rasch und zügig mit dem Kanaleditor, aber ihr habt jetzt gesehen, wie einfach und schnell man mit dem Sony Android Fernseher hier eine Kanalliste bearbeiten kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das doch mit einem Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Technikbauer sagt danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.